ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Es ist ein Abend, an dem ohne Übertreibung Historisches geschieht, auf dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs gerade in Brüssel, die sich nämlich darauf geeinigt haben, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu beginnen. Genau diese Verhandlungen wollte er zuletzt verhindern. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán probte die Blockade und war so kurz davor, das bedeutende Vorhaben zum Scheitern zu bringen. Denn die Eröffnung von Beitrittsgesprächen muss einstimmig beschlossen werden. Nun aber Überraschung. Es kann doch losgehen mit den Verhandlungen. Und da bleibt nur die große Frage, wie das gelungen ist. Christian Feld. Am roten Teppich haben Sie an diesem Morgen noch ein bisschen extra Zeit für die Details. Der Beginn des Gipfels der 27 Staats- und Regierungschefs verzögert sich. Das geht ja gut los. Und so fürchten viele, Viktor Orbán könnte allen hier viele, viele Verhandlungsstunden bescheren, hat er doch eine massive Drohkulisse aufgebaut. Blockade zu Lasten der Ukraine. Prognosen für eine Einigung? Not optimistic, no. Nicht optimistisch, nein. Bis jetzt sind wir immer zu einstimmigen Entscheidungen gekommen, inklusive Viktor Orbán. Ich habe Hoffnung, wir arbeiten hart daran. Ich bin, in Deutschland würde man sagen, zuversichtlich, dass wir es schaffen. Was Orbán am Morgen in die Mikrofone sagt, klingt weiterhin hart und kompromisslos. Kurzfristig mehr Geld für die Ukraine, das sei doch im Haushalt vorhanden. Und Beitrittsverhandlungen auf keinen Fall. Wenn du die Vorbedingungen nicht erfüllt hast, gibt es keine Chance, mit Verhandlungen anzufangen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jetzt alle miteinander sprechen und dass sie das mit der guten Absicht, sich zu einigen, tun. Los geht's und dann passiert es nach einigen Stunden, schon nach einigen Stunden, also schneller als erwartet, Deal. Es zeigt sich, in Anlehnung an eine alte Fußballweisheit, entscheidend ist am Gipfeltisch. Die Botschaft muss raus in die Welt. Das ist ein historischer Moment und zeigt die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und die Stärke der EU. Die Entscheidung ist gefallen. Wir beginnen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau. Es war ein Durchbruch mit einem Verfahrenskniff. Im Moment der Entscheidung ist Orbán kurz nicht im Raum, also gibt es keine Gegenstimme. Und der Ungar sendet prompt per Video seine Botschaft nach Hause. Ich bin meiner Linie treu geblieben. Die anderen 26 Länder bestanden darauf, die Entscheidung zu treffen. Deshalb hat Ungarn entschieden, wenn die das wollen, sollen sie ihren eigenen Weg gehen. Wenn du Teil einer Entscheidung bist, dann stimmst du der Entscheidung zu oder hältst hinterher einfach den Mund. Das hätte ich nie sagen sollen, sagte er im Abgang. Der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund ist sich nicht sicher, ob sich Orbán nicht doch durchgesetzt hat. Immerhin habe die EU-Kommission gestern 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben. Dass die Kommission im Eilverfahren ohne Not dieses Geld vor dem Gipfel freigegeben hat, obwohl die Bedingungen nicht erfüllt sind, ist ein hartes Einknicken vor dieser Erpressung von Viktor Orbán. Erpressung, Einknicken, solche Töne waren drinnen bei den Staats- und Regierungschefs nicht zu hören. Tja, Markus Preis in Brüssel, weil das ja einigermaßen spektakulär ist, was da am Abend in Brüssel passiert ist. Geht das wirklich einfach so? Ja, das geht einfach so und ermöglicht ist das dadurch, was sonst das große Problem ist, nämlich, dass man einstimmige Entscheidungen braucht. Die werden aber nicht so sozusagen festgestellt, dass dann jedes Land einzeln abgefragt wird, was sagt denn Italien, was sagt denn Frankreich, was sagt denn Deutschland, sondern der Ratspräsident diskutiert im Prinzip die Fragen und irgendwann fragt er, ob es noch Einwände gibt. Und wenn es dann keine gibt, ja, dann ist es einstimmig beschlossen. Und in dem Moment hat man sozusagen dafür gesorgt, dass es keine Einwände mehr gab, indem man, wie wir hören, auf Vorschlag des Bundeskanzlers den ungarischen Regierungschef gefragt hat, ob er nicht kurz aus dem Raum gehen will. Das hat er dann auch gemacht. Und als er wieder reinkam, stand die Entscheidung. Und das ist dann formell eine einstimmige Entscheidung, die auch so volle Gültigkeit hat. Jetzt hatte Viktor Orbán ja immer gesagt, er werde das blockieren. Was spielt er dann da für ein Spiel?
Na, Viktor Orbán geht hier mit Sicherheit nicht gefühlt als Verlierer vom Platz, ganz im Gegenteil. Er hat natürlich immer einen Benefit, wenn er als der starke Mann hier auftritt, der sich profiliert, der sich nicht kleinkriegen lässt, der hier auch im Prinzip diskutiert, wie dieser Gipfel verläuft, mit dem man morgens der französische Präsident, der Bundeskanzler, ein Einzelfrühstück macht. Also das ist schon allein innenpolitisch für ihn Gold wert. Dann ist natürlich die Frage, welche Rolle haben die gestern freigegebenen 10 Milliarden Euro gespielt? Das muss man sich wirklich auch vor Augen führen, was für eine unglaubliche Summe Geld das ist. Ungarn hat 9,7 Millionen Einwohner. Wenn man da 10 Milliarden Euro bekommt, das ist so, als wenn Deutschland 80 oder 90 Milliarden Euro gestern bekommen hätte. Also alle bestreiten natürlich, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber dieses Geschmäckle ist heute noch mal deutlich stärker geworden. Und das ist natürlich, wenn es so ist, auch ein großer Benefit für Viktor Orbán. Markus, aber hat Orbán nicht auch einen Punkt, wenn er sagt, die Ukraine habe nicht alle Kriterien erfüllt? Mit Sicherheit, denn auch die EU-Kommission hat ja mal von 90% gesprochen, die da erfüllt wurden. Es gibt 7 Punkte, offiziell sind davon 3 nicht erfüllt. Also es gibt schon diese Einschätzung, aber die trifft in der EU erstmal die EU-Kommission. Und die sagt nach allem, was vorliegt, auch eingedenk der Tatsache, dass die Ukraine im Krieg ist, sagen wir empfehlen Beitrittsverhandlungen. Und 26 andere Staaten folgen eben dieser Empfehlung. Die wollen vor allen Dingen ein symbolisches Signal auch Richtung Kiew senden. Das war ein sehr, sehr hartes Jahr für die Ukraine, wo es kaum große Fortschritte an der Front gab und wo man eben auch große Sorge hat, dass die militärische Unterstützung aus den USA zurückgeht. Da wollte man heute eben zumindest dieses Signal setzen, die EU steht weiter an der Seite, zumal der Beschluss an sich ja noch gar nichts bedeutet. Die Beitrittsverhandlungen werden viele, viele Jahre dauern und da gibt es auch noch viele, viele Vetomöglichkeiten, nicht nur für Viktor Orbán. Ein Marathon. Vielen Dank, Markus Preis nach Brüssel. Danke. Wo ist Alexei Nawalny? Man tappt komplett im Dunkeln, will man ihn ausfindig machen. Keine Spur vom russischen Oppositionellen seit einer Woche. Russland liefert keine einzige Information darüber, wo der für 19 Jahre Inhaftierte ist und wie es ihm geht. Nicht nur die Bundesregierung zeigt sich darüber zutiefst besorgt. Der verschwundene Staatsfeind war auch dem russischen Präsidenten Wladimir Putin heute keine Erwähnung wert. Bei seinem ganz großen Auftritt, dem ersten Presse- und Bürgergespräch seit Beginn des Angriffskriegs vor 22 Monaten und, wohl kein Zufall, genau 3 Monate vor der Präsidentschaftswahl in Russland. Ina Ruck. Dem Präsidenten persönlich eine Frage stellen, das wollten laut russischem Fernsehen mehr als 2 Millionen Menschen. Per Post, per Videoschaltung oder direkt im Saal. Putins Pressekonferenz und seine Call-in-Show mit dem Volk sind dieses Jahr zusammengelegt. 4 Stunden beantwortet Putin Fragen, die manchmal gar keine Fragen sind. Ehrlich gesagt unterstützen wir bei uns alle ihren Entschluss, nochmal zu kandidieren, sagt ein Journalist aus Magadan. Seit ich denken kann, sind sie an der Macht. Verehrter, teurer Wladimir Wladimirovich, mein lieber Präsident, ich möchte Sie bitten, Einfluss zu nehmen. Bei uns werden die Eier immer teurer. Das 10er-Pack kostet jetzt 1/4 mehr als früher. Doch es geht auch um den Krieg heute, obwohl das Wort hier niemand in den Mund nimmt. Wann es Frieden gäbe, fragt der Moderator. Frieden gibt es, wenn unsere Ziele erreicht sind. Die haben sich seit Beginn nicht geändert. Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine und ein neutraler Status. Verhandeln zu Moskaus Bedingungen, sonst löse man das Ganze militärisch, droht Putin. Man habe hunderte ukrainische Panzer zerstört. Auch so könne man demilitarisieren. Ein Korrespondent aus der Türkei fragt nach möglichen gemeinsamen Friedensbemühungen für den Gazastreifen. Das ist eine Katastrophe dort. Wir haben hier heute über die ukrainische Krise gesprochen und unsere spezielle Militäroperation. Vergleichen Sie das mal mit Gaza. Sehen Sie den Unterschied? Sowas wie in Gaza passiert in der Ukraine nicht. Soll wohl heißen, Israels Armee sei viel brutaler. Widerspruch ist nicht vorgesehen. Wer Russlands Krieg hier öffentlich kritisiert, riskiert Haft. Wie der Oppositionelle Ilja Jaschin im Straflager bei Smolensk, verurteilt zu 8,5 Jahren.
Oder Wladimir Karamurza in strenger sibirischer Einzelhaft, verurteilt zu 25 Jahren. Zu ihren Gerichtsprozessen werden sie jeweils zugeschaltet. Auch der Politiker Alexei Nawalny, 19 Jahre wegen Extremismus. Über sein Schicksal ist seit mehr als einer Woche nichts bekannt. Anwälte und Familie bekommen keinen Kontakt zu ihm. Nawalnys Team ließ neulich in russischen Städten Plakate mit QR-Codes kleben. Die Codes führten zu einer verbotenen Anti-Putin-Website. In Moskau hingen die Plakate nur wenige Stunden. Nichts soll die Vorbereitung zur Wahl im März stören. Mit der Frageshow heute hat Putin seinen Wahlkampf eröffnet. Wohl niemand zweifelt daran, dass der erfolgreich sein wird. Ina Ruck in Moskau. Die russische Wirtschaft wächst, der Finanzsektor auch, sagt Putin und präsentiert sich als selbstsicherer Herrscher. Wie groß ist da der Kontrast zur Wirklichkeit in Russland? Ehrlich gesagt war während der Show heute auf einem der Monitore, die da im Saal standen, eine Frage eingeblendet, die dann im Saal nicht behandelt wurde natürlich. Da hatte jemand geschrieben, wie kommt man eigentlich in dieses wunderbare Russland, das im russischen Fernsehen immer gezeigt wird? Ich lebe offenbar in einem anderen. Also die Leute scheinen das sehr deutlich zu spüren. Man spürt es, ich spüre es hier auch, dass vieles teurer wird. Nicht umsonst hat man diese Eierfrage behandelt. Da konnte Putin dann eine Lösung anbieten und konnte sagen, ja, da will er sich drum kümmern. Es sollte also gezeigt werden, man hat hier alles im Griff. Aber die Zahlen, die er da genannt hat, diese Wachstumszahlen, die ja tatsächlich recht beeindruckend sind, die beziehen sich auf dieses Jahr. Seine eigene Zentralbank hat für die folgenden Jahre sehr viel schlechtere Zahlen vorhergesagt. Das wurde dann heute natürlich auch nicht gesagt. Ina, jetzt hat heute die EU ja Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau beschlossen. Georgien bekommt EU-Kandidatenstatus. Das kann ja eigentlich kein guter Tag für Putin sein. Ja, also er hat geahnt, dass es kommen könnte. Er hat aber natürlich nichts dazu sagen können heute bei der Veranstaltung, weil damals oder zu dem Zeitpunkt, das hat ja mittags stattgefunden, die Gespräche noch nicht so weit waren. Aber er hat tatsächlich in einer Situation über Moldau geredet und auch über die Ukraine. Er hat gesagt, Moldau sei ja bis vor kurzem noch GOS-Mitglied gewesen, auf eine Frage eines der Journalisten. Aber man brauche dieses Land nicht, das sei das Armenhaus Europas, noch ärmer sei eigentlich nur die Ukraine. Dann hat er noch mal gesagt, eigentlich, und das war die Botschaft, die er an den Westen gesetzt hat, man brauche den Westen nicht mehr. Russland habe seine Partner jetzt anderswo. Wenn der Westen das nicht mehr wolle, brauche man das nicht. Man habe gute Kontakte nach China und dass Russland jetzt Gas und Öl nach China verkaufe, habe auch nichts mit der Ukraine zu tun. Das sei lange vorher schon geplant gewesen. Was er allerdings nicht gesagt hat, ist, dass die Chinesen und auch die Inder, die anderen großen Handelspartner Russlands, sehr viel weniger für die Rohstoffe bezahlen als das, was der Westen vorher gezahlt hat. Also Putin war da immer sehr geschickt im Verkaufen seiner Message. Die Message nach außen ist die, wir brauchen euch nicht im Westen. Die Message nach innen war ganz klar die, ich habe hier alles im Griff, ich kann jede Krise lösen und ich habe das Land wieder groß gemacht. Ina Ruck, vielen Dank für diese Einschätzung nach Moskau. Danke. Ein Land beansprucht das Territorium des anderen. Das, was Russland kriegerisch in der Ukraine durchsetzen will, passiert bislang ohne Waffen auch in Südamerika. Es geht dabei nicht vorrangig um die herrliche Natur dieses Landstrichs, sondern es ist ein Streit, der mehr als ein Jahrhundert zurückreicht und bei dem sich Venezuela durch eine damalige Grenzziehung bis heute benachteiligt fühlt. Und ein Streit, der nun durch ein Referendum zu eskalieren droht, in dem sich die Mehrheit der Venezolaner für die Teilannexion ihres Nachbarlands Guyana ausgesprochen hat. Heute trafen sich die Präsidenten beider Länder. Und zwar sprachen sie sich anschließend für eine friedliche Lösung aus. Der Konflikt aber bleibt. Und bei dem soll Guyana nicht weniger als rund 2/3 seines Landes an Venezuela abgeben und die rohstoffreiche Region Essequibo dabei verlieren. Marie-Christine Böse und Dayala Lang. Der Essequibo-Fluss mitten in Guyanas Regenwald, wunderschön malerisch, plötzlich aber Konfliktgebiet. Dieser Fluss soll künftig eine Grenze sein, das 600-Seelendörfchen Carao lege dann in Venezuela. So will es Venezuelas Machthaber Maduro, doch Shane Cornelius, der Dorfvorsteher, will das nicht. Wir sind auf der Seite, die Maduro annektieren will. Das ist ernst für uns. Wir können nicht woanders hingehen, wir sind hier geboren und können nicht einfach packen und gehen. Essequibo gehört zu Guyana, steht auf Ornellas T-Shirt.
Friedliche, ruhige Menschen seien sie, die keinen Krieg wollen. Also sammeln sie Unterschriften gegen Maduros Pläne. Denn der will sich ihre Heimat einverleiben. Heute, Maduro und Guayanas Präsident Ali treffen sich, um einen Konflikt zu entschärfen, den Maduro selbst angeheizt hat. Anfang Dezember, per Referendum, holt sich Maduro Rückenwind für seinen Plan, die Region zu vereinnahmen. Es gehe um die venezolanische Nation, ums Vaterland. Wir werden die Essequibo-Region retten, es lebe das Referendum. Die Region ist schon lange ein Zankapfel. Laut internationalem Schiedsspruch gehört sie zu Guayana. Venezuela erkennt diesen aber nicht an. Der Streit schwelt Jahrzehnte, eskaliert, als 2015 riesige Ölreserven gefunden werden, die auch der US-Konzern ExxonMobil ausbeuten darf. Die USA sowieso Feindbild Maduros. Droht nun ein Krieg nach dem Vorbild Russlands? Unwahrscheinlich, sagen Experten, Brasilien und die USA stehen zu Guayana. Maduro würde sich isolieren. Dass der Konflikt eskaliert, habe mit Venezuela selbst zu tun. Die Eskalation mit Guayana hat vor allem mit venezolanischer Innenpolitik zu tun. Kommendes Jahr wird in Venezuela gewählt und die Opposition hat Rückenwind. Maduro dagegen steht unter Druck. Die Wirtschaft am Boden, 8 Millionen Menschen flüchteten aus dem Land und sie könnte ihm richtig gefährlich werden, Maria Machado, Kandidatin der Opposition. Also zündelt Maduro, heizt den Konflikt mit Guayana an, um Anhänger hinter sich zu vereinen. Wer das kritisiert, wird verhaftet. Zurück in Guayana steigt deshalb die Anspannung. Hier fürchtet man, Opfer zu werden von Maduros Taktik. Die Menschen in Guyana und das ganze Land sollten kein Teil von politischen Spielen oder von innenpolitischen Interessen Maduros sein, egal was er damit bezweckt. Im Dörfchen Carao geht der Alltag weiter. Einer Armee hätten sie wenig entgegenzusetzen, also hoffen sie, dass es bei Rhetorik bleibt und dass der Fluss auch künftig mitten in Guyana liegt und nicht an der Grenze zu Venezuela. Während im Nahostkonflikt die Weltöffentlichkeit vor allem auf den Gazastreifen schaut, wächst zugleich die Sorge, dass die Situation im Westjordanland eskalieren könnte. Die Angriffe radikaler Siedler auf Palästinenser nehmen zu und die Zustimmung für die Hamas unter den Palästinensern, die wächst. Laut einer Umfrage im Westjordanland sogar noch deutlicher als im Gazastreifen. Das hat das anerkannte Institut Palästinensisches Zentrum für politische Umfragen erhoben. Und was daraus spricht, ist möglicherweise auch Frust und Verzweiflung. Vielleicht auch bei einigen von denen, die ihre Arbeit in Israel und damit auch ihre Perspektive verloren haben. Sophie von der Tann. 7 Uhr morgens im Zentrum von Hebron im besetzten Westjordanland. Younes El-Jamal hat ein Ziel, heute endlich Arbeit finden. 20 Jahre lang hat er auf israelischen Baustellen gearbeitet. Aber seit dem 7. Oktober dürfen er und die anderen Arbeiter nicht mehr nach Israel. Die Grenze ist zu. Seitdem sucht Younes nach Beschäftigung im Westjordanland. Wir hoffen, dass irgendjemand kommt und sagt, dass er Arbeiter braucht. Aber wir alle warten und es kann sein, dass ich heute gar keine Arbeit finde. Bis mittags um 12 will er hier bleiben, hofft nicht wieder mit leeren Händen nach Hause zu kommen. In Israel hat er am Tag umgerechnet rund 120 Euro verdient. Im besten Fall könnte er hier heute die Hälfte davon bekommen, sagt er. Östlich von Tel Aviv in Israel hat Bauunternehmer Amit Gottlieb nun Schwierigkeiten, andere Arbeiter zu finden. 100 Palästinenser arbeiteten vor dem Krieg für ihn. Insgesamt hatten rund 120.000 Palästinenser aus dem Westjordanland Arbeitsgenehmigungen für Israel. Ich bin in einem inneren Konflikt. Einerseits gibt es diese Arbeiter, zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Manche kenne ich länger als meine Frau. Andererseits gab es die Terrorangriffe von Gaza aus. Können sowas auch Palästinenser aus dem Westjordanland tun? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Sicherheitsexperte. Aber ich befürchte es. Die israelische Regierung zögert eine Entscheidung über Arbeitsgenehmigungen raus, mit massiven wirtschaftlichen Folgen für beide Seiten. Zurück in Hebron. 2 Stunden sind vergangen. Younes sucht weiterhin nach Arbeit. Im Moment lebt seine Familie von Ersparnissen. Maximal 2 Monate könne er das noch durchhalten, sagt er.
In einem Café um die Ecke sitzt Mohammed Awad. Auch er hat seine Arbeit in Israel verloren. Im Westjordanland gibt es kaum Chancen, neue zu finden. Er befürchtet, dass die Arbeitslosigkeit zu Unruhen führen könnte. Wenn jemand zu Hause sitzt, keine Arbeit hat und nicht mehr genug Geld, um seine Kinder zu ernähren, dann führt das zu Problemen. Wer weiß, was dann passiert. Die angespannte wirtschaftliche Situation im Westjordanland, auch ein mögliches Sicherheitsproblem für Israel. 12 Uhr mittags. 5 Stunden lang hat Younes gewartet. Vergebens. Um diese Uhrzeit suche ohnehin niemand mehr nach Arbeitern, sagt er. So ist es jeden Tag. Ich warte hier und wieder werde ich heute nichts einkaufen können, werde nichts mit nach Hause bringen, weil ich keine Arbeit hatte. Trotzdem will er morgen um 7 Uhr wieder hier sein. Was bleibt mir anderes übrig, sagt Younes. Er hofft, dass der Krieg bald vorbei ist und er wieder in Israel arbeiten kann. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Eine Umfrage unter Palästinensern zeigt, dass die Unterstützung für die Hamas zunimmt. Im Westjordanland sogar deutlich mehr noch als im Gazastreifen. Was lässt sich aus dieser Umfrage ablesen? Die Unterstützung für die Hamas hat stark zugenommen. Die Erheber der Umfrage weisen aber auch darauf hin, dass das während Kriegen oft so ist und dass es keine Mehrheit für die Hamas weder im Westjordanland noch im Gazastreifen gibt. Aus der Umfrage geht auch hervor, dass die Unterstützung für die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland extrem niedrig ist und dass fast 70% den bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung als bestes Mittel halten. Und das ist auch was, was wir immer wieder im Westjordanland erleben. Wir hören von den Menschen, die sagen, die palästinensische Autonomiebehörde tut nichts für uns. Es gibt immer noch keinen palästinensischen Staat. Die palästinensische Autonomiebehörde schützt uns nicht, etwa vor israelischen Militäreinsätzen oder radikalen Siedlern. Die Hamas seien die einzigen, die sich Israel zur Wehr setzten. Und da ist also eine große Frustration. Sophie, hinzu kommt, die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland nimmt zu. Die US-Regierung zeigt sich besorgt und zögert, einem US-Medienbericht zufolge nun der israelischen Polizei Gewehre zu liefern. Worum geht es da genau? Laut diesem Bericht befürchtet die amerikanische Regierung, dass diese Waffen in den Händen von radikalen Siedlern landen könnten. Der israelische Minister für innere Sicherheit, der rechtsextreme Itamar Ben-Gvir, hatte nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober angekündigt, dass er auch Waffen geben werde an Teams von Bürgerwehren und dass die dann auch in Siedlungen im Westjordanland zum Einsatz kommen könnten. Und die Befürchtung laut diesem Medienbericht ist eben, dass die Waffen in deren Händen landen könnten und dann im äußersten Fall auch bei radikalen Siedlern. Und so heißt es in diesem Bericht, die israelische Regierung habe nicht ausreichend versichert, dass das nicht passieren wird. Und die Angriffe radikaler Siedler gegenüber Palästinensern haben seit Kriegsbeginn stark zugenommen, laut UN und auch laut israelischen Menschenrechtsorganisationen. Sophie von der Tann, vielen Dank für diese Einschätzung. Dankeschön nach Tel Aviv. Gerne. Und mit weiteren Nachrichten vom Tage macht jetzt Julia weiter. In Deutschland sind womöglich Anschläge der palästinensischen Hamas vereitelt worden. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurden heute 4 mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation festgenommen. 3 von ihnen in Berlin, 1 Mann in den Niederlanden. Sie sollen nach einem früher angelegten Erddepot mit Waffen gesucht haben. Diese sollten wohl für Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Europa bereitgehalten werden. An der Freien Universität in Berlin hat die Polizei einen Hörsaal geräumt. Dutzende Menschen, darunter Studierende, waren dem Aufruf einer marxistischen Hochschulgruppe zu einer pro-palästinensischen Kundgebung gefolgt. Sie forderten unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Am Rande der Aktion kam es zu einer Rangelei mit Gegendemonstranten. Dabei wurden offenbar 2 Menschen leicht verletzt. Die Entsendung von Imamen aus der Türkei nach Deutschland wird schrittweise beendet. Darauf haben sich Ankara und Berlin nach Angaben des Bundesinnenministeriums verständigt. Stattdessen ist geplant, pro Jahr 100 islamische Geistliche in Deutschland auszubilden. Sie sollen die derzeit tätigen Prediger schrittweise ersetzen. Entsandte Imame sind umstritten, weil sie Weisungen der türkischen Regierung folgen und oft wenig über das Leben in Deutschland wissen.
Der deutsche Aktienindex DAX ist erstmals vorübergehend über die 17.000er-Marke gestiegen. Zuvor hatte die US-Notenbank Fed Zinssenkungen für das kommende Jahr angedeutet, was zu einem Rekordhoch auch an der US-Börse führte. Mehr dazu von Anja Kohl. Auf ihrem Treffen signalisierten die US-Notenbanker eine Zinswende. Da eine weiter sinkende Inflation erwartet wird, sollen die US-Leitzinsen im kommenden Jahr mindestens dreimal gesenkt werden. Dies würde Kredite verbilligen, was der schwächelnden US-Wirtschaft helfen könnte. Die Hoffnungen auf US-Zinssenkungen schwappten über den großen Teich und trieben die Kurse auch im DAX weiter an. Er steuert auf einen Zuwachs von rund 20% in diesem Jahr zu. Dabei hat die EZB auf ihrem heutigen Treffen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen im Euroraum gedämpft. Anleger hoffen dennoch darauf, denn sinkende Zinsen würden die darbende Immobilien- und Bauwirtschaft stützen. Davon unabhängig werden die 40 DAX-Konzerne trotz aller Widrigkeiten 2023 stabile Gewinne erzielen und Rekorddividenden ausschütten. Es ist 20 Jahre her, da sprach die damalige SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt davon, dass eine elektronische Patientenakte Leben retten und Milliarden im Gesundheitssystem sparen könnte. Und sie kündigte an, es werde diese Akte in Deutschland geben. Seitdem ist der Papierberg in den Arztpraxen weiter angewachsen. Berichte über Krankheiten und Behandlungen wurden in Pappordnern archiviert und eine ständige Diskussion über Digitaldaten und Datenschutz wurde geführt. Diese Debatte, die wird bleiben, die elektronische Akte aber zum Standard werden. Ab 2025 hat der Bundestag heute beschlossen. Das elektronische Rezept, das kommt schon verpflichtend im Januar. Nadine Bader und Thomas Denzel. Alexander van Dijk und seine Hausärztin finden das elektronische Rezept eigentlich eine gute Idee. Ich muss nicht mehr ganz so oft zum Arzt gehen, bekomme das Ganze elektronisch dann übermittelt und spare mir dadurch einfach viele Wege und viel Zeit natürlich auch. In der Apotheke aber läuft es dann nicht immer rund. Alexander van Dijk legt dort seine Gesundheitskarte vor, damit der Apotheker auf sein Rezeptekonto zugreifen kann. Aber die Gesundheitskarte geht zurzeit nicht zum Einlösen. Okay. Ein Anruf bei der Service-Hotline ergibt, das Problem scheint es gerade bundesweit in vielen Apotheken zu geben. Störungen in der Infrastruktur, die kann der Bundesgesundheitsminister nicht gebrauchen. Denn schon bald soll es neben dem E-Rezept die elektronische Patientenakte für alle geben. Ein Quantensprung, sagt Lauterbach. Versprochen wurde der schon vor 20 Jahren. Heute, 20 Jahre später, Milliarden Euro später, müssen wir einräumen. Es ist nach wie vor genau so wie vor 20 Jahren. Das kann nicht so bleiben. Wir können es nicht so lassen. Wir müssen endlich den Anschluss finden, nach vorne gehen, die Digitalisierung in unserem Gesundheitssystem ermöglichen. Von 2025 an sollen nun alle automatisch eine elektronische Patientenakte erhalten, außer man widerspricht. Auch darüber, welche Daten in der Akte landen und wer sie sehen darf, sollen die Patientinnen und Patienten selbst entscheiden können. In die Akte sollen zum Beispiel Befunde, verordnete Medikamente, Auswertungen zu Röntgen- und MRT-Aufnahmen sowie der Impfpass. Die Daten daraus sollen auch für die Forschung bereitgestellt werden. Auch hier kann man widersprechen. Verbraucherschützer sind trotzdem skeptisch, weil prinzipiell auch sensible Daten wie psychische Erkrankungen oder HIV-Infektionen in die Akte, kurz EPA, einfließen sollen. Es macht in sehr vielen Fällen Sinn, dass auch solche Daten in die EPA eingepflegt werden. Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass das auf Basis einer aktiven Einwilligung passiert oder so, dass nur der behandelnde Arzt oder Ärztin selbst und Patientin die Daten erstmal sehen können. In der Notfallmedizin hoffen viele auf die elektronische Patientenakte. Hier brauchen sie schnell Informationen. Die Akte könnte Leben retten, sagt Intensivmediziner Christian Karagianidis. Die Datenschutzdebatte in Deutschland hält er für aufgepusht. Kollegen aus Amerika zeigen mir ihr Handy, können ihre Laborwerte abrufen. Das ist für andere Länder total normal und breit akzeptiert in der Bevölkerung. Das heißt, der Datenschutz wird in meinen Augen zu hoch bewertet, da der Benefit ist erheblich größer. In der Apotheke klappt es am Ende doch noch mit einem QR-Code aus der E-Rezept-App. Der funktioniert alternativ zur Gesundheitskarte. Die Digitalisierung, jetzt soll sie endlich durchstarten. Doch die Technik könnte sich noch als echte Hürde erweisen.
Das Rauchermännchen ist ja eigentlich aus der Zeit gefallen. Alte, weiße Männer beherrschen schon viel zu lange die Welt. Rauchen ist schlecht für die Gesundheit, und Holz fehlt irgendwie die moderne Attitüde. Und doch bedient der Kerl mit der Pfeife eine Sehnsucht nach der Gemütlichkeit von gestern. Gerade jetzt. Holzfiguren und Holzspielzeug sind alles andere als auf dem Holzweg und finden begeisterten Handwerkernachwuchs. Manuel Mehlhorn fuhr, um mal mittendrin in der Drechselwerkstatt zu sein, ins Erzgebirge, in die Traditionsstadt Seifen, beginnt aber auf dem Striezelmarkt in Dresden. Raffaela Haude ist im dritten Lehrjahr zur Holzspielzeugmacherin. Das wird ein Tannenbaum, die werden so leicht dicklich. Und den kann man dann, manchmal verschenken wir sie oder geben sie an die Kinder. Das ist einfach nur, ja, hier etwas zum Zeigen. Hier auf einem der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands präsentiert Raffaela Haude Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Räuchermänner und Nussknacker aus ihrem Betrieb gibt's hier natürlich auch. Ein begehbarer Schwibbogen und eine über 14 Meter hohe Pyramide. Jedes Jahr kommen rund 2 Millionen Besucher hierhin. Viele interessieren sich für das Schaudrechseln und die Ausbildung zur Holzspielzeugmacherin. Am Anfang wusste ich auch nicht, dass dieser Beruf existiert. Ich wurde dann mehr oder weniger drauf gebracht, weil es einfach alles das, was ich gern in meinem Beruf haben wollte, vereint. Das Arbeiten mit Holz, dieses Filigrane, das Malen und das Zusammenbauen. Das hat mir gefallen. Seifen im Erzgebirge Ende November. Die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft laufen auf Hochtouren. Raffaela Haude und ihre Kolleginnen leimen Weihnachtsmänner und drechseln Schneemänner. Bereits fertig? Der sogenannte Äppelkriebs, ein Kerzenhalter, den die 20-Jährige selbst entworfen hat. Ihr Chef Tino Günther ist begeistert. Der sieht ja gut aus. Das sieht ja richtig, richtig gut aus. Und du willst aus diesem Leuchter jetzt dein Gesellstück machen? Ja, das hatte ich mir so vorgestellt, weil ich ja Pyramiden so mag. Ja. Man könnte den ja super als Mitte für eine Pyramide nehmen. Und dann die Flügelräder oben, ja, könnten von so einem Baum die Blätter sein, dass man schön herbstlich gestalten. Im Sommer kommenden Jahres wird Raffaela Haude fertig ausgebildete Holzspielzeugmacherin sein. In ihrer Berufsschule gibt es mittlerweile 2 Klassen, weil die Zahl der Auszubildenden in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Gab es jahrzehntelang nicht. Im Gegensatz, es gab Jahre, da war es richtig, richtig schlecht gestellt um unseren Nachwuchs. Und die Ausbildung war gefährdet. Und das konnte jetzt alles gerettet und gesichert werden. Noch vor knapp 6 Jahren hatte die Branche nur 6 Auszubildende pro Lehrjahr. Mittlerweile sind es fast 3-mal so viele. Offene Stellen gibt es nicht mehr. Das gestiegene Interesse erklärt sich der Berufsverband damit, dass vieles immer digitaler wird. Da ist unser Beruf ein sympathischer Gegentrend, finde ich, weil wir eben arbeiten mit Herz, mit Hand, mit Kopf und mit dem Zusammenspiel von dem Ganzen. Und wir haben ein sinnliches Produkt, also wir können das mit allen Sinnen erfahren, wir können das Holz riechen, wir können das fühlen, wir können ein Produkt von Anfang bis Ende komplett entwickeln, fertigstellen. Zurück auf dem Dresdner Striezelmarkt. Raffaela Haude drechselt hier nicht nur, sondern berät auch Kunden. Heide Luhn aus Hamburg hat Probleme mit den Flügeln ihrer Holzpyramide. Die Fassungen, das ist ja, sag ich mal, das Blatt und dann ist hinten dieses kleine, genau, Nupsi dran. Genau. Das können Sie nicht drehen. Nein, weil das Nupsi eingeklebt ist. Raffaela Haude vermutet, dass sich das Holz verzogen hat, weil die Kundin ihre Pyramide das Jahr über auf dem Dachboden lagert. Bis zum 23. Dezember wird Raffaela Haude jetzt jeden Tag auf dem Striezelmarkt stehen. Für sie als Weihnachtsfan sei das die schönste Zeit des Jahres, sagt sie. Na, dann gucken wir jetzt mal, was Sven für ein Wetter zusammengedrechselt hat. Bitte, Sven. Ja. Gedrechselt, das passt super, weil das ist ungefähr das, was rauskommt. Aber ich will auch ein bisschen Freude auslösen. Es kommt ein Hochdruckgebiet, der Luftdruck wird steigen und das bedeutet in dieser Jahreszeit für die höheren Regionen, dass es richtig warm und sonnig werden kann. Das ist Immenstadt-Reute, Reute nördlich von Immenstadt zur Pfarrei Knottenried gehörend, wo auch sonst. Und hier sieht man, das sind die Temperaturen von Freitag bis nächsten Donnerstag. Höchstwerte morgen bei 1 Grad, am Montag aber dort 14 Grad und Sonnenschein. Für die flacheren Regionen, für die tieferen, wie zum Beispiel Konstanz am Bodensee oder wie man in vielen Regionen Deutschlands sagt, Konstanz am Bodensee,
Da sind es dann meistens nur 4 bis 6 Grad, weil man dort häufig mit dem Nebel zu tun hat. Das ist das Wetter der Nacht. Es wird weiter schneien. Die Schauer werden jetzt am Alpenrand zusammengedrückt. 30, 40 Zentimeter Schnee können bis morgen zusammenkommen. Schneefallgrenze sonst im Süden bei 700, 800 Meter. Später trocken und Sie sehen es von selbst, da sind viele Wolken, ein paar Aufhellungen vielleicht dazwischen. Und von Norden kommt morgen noch mal so ein kleines Frontensystem durchgezogen. Temperaturen in den Frühstunden in der Westhälfte 4 bis 6 Grad. Weiter nach Osten minus 1 bis plus 3 und morgen Nachmittag dann für viele 4 bis 9 Grad, hohe Lagen 1 oder 2 Grad. Und der Ausblick zeigt dann diese deutlich mildere Luft auch im Flachland. Hier von Südwesten am Sonntag, am 3. Advent reinkommen, geht es rauf bis 12 Grad. Zeitweise scheint im Flachland die Sonne, zeitweise allerdings, Jesse, ist es dann auch so, dass der Nebel zäh bleibt. Haben wir alles empfangen und notiert. Vielen Dank, Sven Plöger. Wir machen jetzt hier Schluss und geben gerne weiter an Caroline Kebekus, die gleich folgt. Und Linda Zavarkis ist diesmal auch dabei. Wenn Sie möchten, dann sehen wir uns alle morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.